Jo, hi, willkommen. Mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Mega Man X8. Wir haben die schlimmste Stelle im gesamten Spiel geschafft. Ich bin froh wie sonst jemand. Und jetzt müssen wir uns durch den Rest der Level schlagen. Und ich weiß nicht... Oh Gott, nein. Hätte ich mal etwas Waffenenergie, ernsthaft. Boah. Wenn du schubst, nein, das ist nicht nett. Boah. Da bin ich zu hoch gesprungen. Egal, ich werde bestimmt mich hier nochmal recken. Oh. Ach ja, jetzt kann ich mal zeigen. Zack. 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 Geil war. Oh, ich muss jetzt nochmal den ganzen Mist machen. Ach so, hätte man zum Teleporter gehen können, genau. Oh, warte mal. Aha, ihr habt meine Dinger wieder aufgeführt, ihr Idioten. Mein Waffen... Doppelgänger, was weiß ich, Ding. Wenn ich mich nicht irre, ist da dieser Ding jetzt auch wieder da. Nein, ich schubsen. So. Zack, jetzt einfach hier durch. Und egal, was hier unten ist. Ha! Das sah nicht aus wie ein normales seltenes Metall. Und hier ist noch ein lila. So, jetzt haben wir hier alles. Jetzt können wir hier verschwinden. Und wo das letzte seltene Metall ist, weiß ich zum Glück. Ich kann mir eigentlich nur denken, wo es ist. Es kann eigentlich nur an diesem einen Ort sein. Und wir sind am Ende des Levels, Gott sei Dank. Den Boss werde ich sowieso nicht verbasteln. Hallo! Ich bin hier, um dich zu töten. Make you go Maverick? My master is not incorrect in his philosophy. But Sigma plans to bring catastrophe to this world. He's evil. Yes, böse. And the thought that it is this world that is evil has never crossed your mind? Oh, forget it. If you get in my way, I'll destroy you. Nicht, wenn ich dich zuerst zerstöre. Ich werde dich so stark töten, dass du stirbst. Wenn ich jetzt nur wüsste, was diese Dinger kaputt macht. Ich glaube, du bist anfänglich dagegen. Jawohl. Aber irgendwas kann die Dinger auch kaputt machen. So, ich glaube, hier sind alle Schüsse nutzlos. So, das machen wir mal so. So, das ist relativ einfach. Wenn ich mich wie ein Idiot anstellen würde. Aua. Wieso? Ha. Was glaubst du eigentlich, wer ich bin? Mann. Weißt du eigentlich, was ich für einen Horror in dieser Level durchlebt habe? Oh nein, 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 nein. Au. Nein! Ich fasse es nicht. Na warte, aber jetzt schaffe ich dich. Ich möchte keinen einzigen Grund mehr haben, in diese Level zurückzukommen. Und um das zu schaffen, muss ich dich töten. So, das haben wir schon gesehen. Zack, 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 zack. Boah, zieht irgendwie mehr ab. Kann das sein? Ja, ich mach das mal so im Kombo.
Ich glaube, auch so. Nein. Oh Gott. So, jetzt zack. Jetzt passt mal auf, vielleicht in der Mitte einfach so einer kommt. Hui. Voll arschig, ne? Ah, geht nicht sicher. Boah, Excels Angriffe sind aber auch richtig schwach. Aber mit denen kann man am besten treffen. Boah, was zum... Was zum... Was macht ihr denn da? Oh, stimmt, er kann ja das auch noch. Oh, warte. Und er macht wieder das. Boah. Bin geblieben. Aua. Zum grünen Abschluss. Machen wir dich noch in der Matrix fertig. Schön. Yes. Ah, ich bin so froh. Und Geld. Nom nom. Ah, schön. Quetschbombe. Spiralknarre. Und das Juha dran. Oh, damit werde ich gleich noch meinen Spaß haben. So, wir haben zwei von drei Dingern gefunden, Gott sei Dank. Nach die Dinger haben wir bekommen. Wir haben Waffen für Zero bekommen. Geil, wa? Erstmal Lebenstränke. Ach, jetzt weiß ich, wofür man die Waffenenergie für Excel braucht. Für die Verwandlung. Ja, toll. Jetzt kann ich hier nicht mehr so gebrauchen. So, wer hat denn hier noch nicht? Wer will nochmal? 4500, ja, okay, ist klar. Noch einmal Waffe erhöhen. Ja, was kann ich denn noch? Nochmal Waffe erhöhen. Waffe erhöhen. Nochmal Waffe erhöhen. Einfach viel ausgeben. Irgendwann werde ich sowieso alles kaufen können. So, mit diesem Ventilator kannst du Kugeln ablenken. Das ist eine tolle Defensivwaffe. Ja. Einfach nur so. Ah, schön. Entschuldigt, aber ich muss jetzt einfach speichern. Weil ich möchte nicht, dass das verloren geht. Okay. Aber ich möchte es natürlich auch aufgenommen haben. Aber naja. Zero looked awfully down in the dumps. Oh, are you worried about him, Layer? No, not really. As an operator, I'm just concerned about the overall welfare of the team. That's all. Zero's been used before by Sigma to create a virus. He's upset that his data was used in an attempt to destroy the world. Oh my. Poor Zero. He shouldn't blame himself. The problem's already been solved anyway. It seems Sigma may be involved in this new threat as well. Zero wants to take care of him for good this time. So do I. Ja. Aber der kommt doch sowieso immer und immer wieder. So, und ob ihr es glaubt oder nicht, wir gehen nochmal zurück. Ja. Roger. Gut so. Nee. Jetzt muss ich vielleicht überlegen. Ich möchte das letzte Metall auch noch haben. Brauche ich nicht. Ist direkt am Anfang irgendwo. So, wir fallen nur zwei Möglichkeiten ein, an dieses Metall zu kommen. Eine ist, lässt sich noch ein bisschen auf sich warten und die andere, naja. Werden wir ja sehen, ob das klappt. Da müsste ich auch über an dieser Schneelevel an das letzte Metall kommen. So.
Damit kann man Geschosse abwehren, allerdings hat das nicht bei denen. Das ist richtig gut. Alter, wenn man genau vor dem Gegner steht, dann bringt das nichts. Fliegt man damit weiter? Ne, ich glaube nicht. So. Wenn wir nicht an Metall rankommen, dann... Weiß ich nicht. Oh, warte mal. Ich glaube, wir könnten uns auch mit etwas Glück an dem Metall ranschummeln. Oh, yeah, yeah, yeah. Verdammt, ich hätte was anderes machen sollen. Ich hätte ein Reserveschiff nehmen können. Vielleicht hätte das geholfen. Okay, gegen Dorn, aber naja, vielleicht hätte es ja geholfen. Ich weiß nicht. So. Da ist nur was Liederndes. Oh, ich lande wieder am Anfang. Warte mal, wo ist das letzte denn dann? Eine Sekunde. Wo ist das letzte Metall denn? Ist das wieder dahinter? Aber ich habe doch alles abgesucht. Ich habe doch voll pingelig alles abgesucht. Wo ist denn das letzte Metall dann? Ich werde ja noch nicht verarscht, kann das sein? Ja, das muss doch hier sein. Oh, schon verarscht mich jetzt hier nicht. Wo ist denn dann das Metall? Das kann er dann nur... Warte mal. Warte mal, ich weiß was. Dieser eine auffällige Block. Mit was kann ich den kaputt machen? Du bist schon, diesen einen. Bin ich da schon vorbei? Ich bin da schon vorbei, ne? Wisst ihr, was ich meine, ne? Den hier. Wie kriege ich den kaputt? Keine Ahnung. Na gut, dann gehe ich hier wieder zum Labor. Das seltene Metall muss da drin sein. Wenn das hinter diesen einen Raum ist, dann kotze ich. Egal, das war es dann von meiner Seite aus. Vielleicht kaufen wir im nächsten Part noch was. Obwohl, ja. So, das war's dann für heute. Und wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.